Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, bleiben Sie ruhig da, ist ein wichtiges Thema. Schwangerschaft, Geburt und die Gründung einer Familie sind eines der schönsten Abenteuer des Lebens. Mutter und Kind brauchen vor, während und nach der Geburt besondere Unterstützung. Aber auch für Partnerinnen und Partner und Geschwisterkinder sind Schwangerschaft und Geburt eine neue Herausforderung und eine besondere Erfahrung. Hebammen und Entbindungspfleger leisten einen wichtigen Beitrag bei der Begleitung von Mutter und Kind, aber auch bei der Begleitung von Partnerinnen und Partnern und eventuellen Geschwisterkindern. Werdende Eltern haben ein Recht auf die freie und informierte Wahl des Geburtsortes, doch die reale Situation in NRW sieht oftmals leider anders aus. Für viele Schwangere ist es heute schwierig, eine Hebamme zu finden. Dabei sind Hebammen sowohl bei den Geburten in Kliniken als auch bei Geburten in Geburtshäusern oder den ambulanten Geburten zu Hause sowie bei der Vor- und Nachsorge unerlässlich. Doch schließende Geburtsstationen, vor allem haben wir so ein Problem auch im ländlichen Raum, überfüllte Kreissäle und Mütter, die keine Hebamme finden, droht die freie Wahl des Geburtsortes nach dem SGB V zu unterlaufen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in der vergangenen Legislatur hat sich der Runde Tisch Geburtshilfe, der von der früheren Gesundheitsministerin Barbara Steffens einberufen wurde, intensiv mit der Situation der Geburtshilfe in NRW befasst. Die Frage der steigenden Haftpflichtprämien, aber auch eine konstant hohe Kaiserschnittrate standen dabei im Zentrum der Beratungen. Und insbesondere die steigenden Haftpflichtprämien haben die Rahmenbedingungen für Hebammen, aber auch für die Geburtshilfe allgemein massiv verschlechtert. In den letzten 15 Jahren haben sich die Prämien verzehnfacht. Und zwar konnte der Deutsche Hebammenverband die Vereinbarung über die Gruppenhaftpflicht für freiberufliche Hebammen bis 2021 verlängern und damit überhaupt noch einen Versicherungsschutz für freiberufliche Hebammen sicherstellen. Doch an dem Problem der jährlich steigenden Prämien ändert das nichts. Und auch daran ändert es nichts, dass viele Hebammen sich gezwungen sehen, aus der Begleitung von Geburten auszusteigen oder ihren Beruf gar ganz aufzugeben. Eine Situation, die wir uns in Nordrhein-Westfalen nicht leisten können und auch nicht leisten wollen. Und der Runde Tisch empfiehlt daher der Bundesregierung, eine langfristig tragbare Lösung für die Haftpflichtproblematik der Hebammen und Entbindungspfleger zu finden. Und auch die Landesregierung muss sich auf Bundesebene dafür einsetzen, dass tragfähige Lösungen gefunden werden, die die Haftpflichtprämien senken und damit die Geburtshilfe auch in Nordrhein-Westfalen nachhaltig sichern. Und neben der Haftpflichtproblematik stellt auch die Bezahlung ein Problem dar. Wie in anderen Gesundheitsberufen auch werden die, vornehmlich Frauen, es ist also mal wieder ein Equal-Pay-Problem sozusagen, nicht entsprechend ihrer hohen fachlichen Kompetenz und ihrer gesellschaftlich verantwortlichen Tätigkeit entlohnt. Auch hier besteht dringender Handlungsbedarf für einen so wichtigen Beruf wie den der Hebammen und der Entbindungspfleger. Und der Runde Tisch hat darüber hinaus darauf hingewiesen, dass die Datengrundlage zur Versorgung mit Hebammenhilfe in NRW nicht ausreichend ist. Und das daraus resultierende Forschungsprojekt Geburtshilfliche Versorgung in Nordrhein-Westfalen, auf das ja auch der Entschließungsantrag der Koalitionsfraktionen hinweist, ist daher notwendig und auch wichtig. Und eine Pilotstudie zur Hebammenversorgung in NRW wurde bereits während des Runden Tisches in Auftrag gegeben. Sie sehen, erste Schritte sind durch den Runden Tisch initiiert worden, sind auf dem Weg. Und das sind wichtige Schritte zur Verbesserung und der nachhaltigen Sicherung der Geburtshilfe in Nordrhein-Westfalen, die durch Rot-Grün noch angestoßen worden sind. Unbeschritten ist jedoch, dass es noch weitere Schritte braucht, dass noch weitere Schritte folgen müssen und dass der neue Gesundheitsminister unseren Antrag nun als Heldenmut nach Ladenschluss, hat er so zitiert in den westfälischen Nachrichten, abkanzelt, das wundert mich ehrlich gesagt schon. Denn die vorliegenden Anträge zeigen, mit welcher Ernsthaftigkeit sich die Fraktionen mit dem Thema auseinandersetzen und dass es sie eben nicht als Wahlkampfarena anbietet. Und wir begrüßen daher die Einrichtung einer Projektgruppe, wie sie Minister Laumann im selben Zeitungsartikel angekündigt hat, ausdrücklich. Und verbunden damit ist natürlich unsere Hoffnung, dass diese Projektgruppe nun die Empfehlungen des Runden Tisches auch weiter umsetzt. Einiges ist aber bereits auf dem Weg, wie beispielsweise das Versorgungskonzept der Hebammenkreissäle. 7 der bundesweit 17 sind in NRW. Das ist ein Konzept, was sich bewährt hat, ein Konzept, was es nicht nur gilt, sicherzustellen, sondern auch auszubauen und weiterzuentwickeln. Da setzen wir auf Sie, Herr Minister, und auch auf die von Ihnen zu initiierende Projektgruppe, dass es hier eine wichtige Kontinuität auch über die Wahlen hinweg gibt. Und auch beim Thema Kaiserschnittrate besteht weiter Handlungsbedarf. Fast jede dritte Frau entbindet heute in Nordrhein-Westfalen per Kaiserschnitt. Zum Vergleich, die Empfehlungen der WHO liegen bei 15% und unser Nachbarland, die Niederlande, da liegt die Kaiserschnittrate sogar unter 15%.
Nun sind die Gründe für einen Kaiserschnitt vielschichtig und natürlich kann eine solche Maßnahme auch medizinisch notwendig und geboten sein. Trotzdem dürfen wir aber die Augen nicht davor verschließen, dass der massive Anstieg der Kaiserschnittrate in den letzten zwei Jahrzehnten bei weitem nicht nur medizinische, sondern auch strukturelle, organisatorische und gar ökonomische Gründe hat, die eben diese Kaiserschnittrate begünstigen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die vorliegenden Anträge zeigen, dass uns allen die gute geburtshilfliche Versorgung in NRW ein wichtiges Anliegen ist. Und ich würde mich freuen, wenn sich durch die weiteren Beratungen im Ausschuss bzw. den Ausschüssen vielleicht sogar so viele Gemeinsamkeiten entwickeln lassen, dass wir gegebenenfalls sogar zu einer gemeinsamen parlamentarischen Initiative kommen. Ich glaube, das würde dem Thema der geburtshilflichen Versorgung in Nordrhein-Westfalen gerecht werden. Danke schön.